Das Thema Alkoven, ja, das begeistert die ganze Welt. Die Form, da sagen einige, na ja, so ganz so schick ist es nicht, aber es bietet ein Raumkonzept, was einmalig ist. Und jetzt sehen wir zwei Fahrzeuge, nämlich zunächst mal 6,50 Meter Länge plus minus und einmal ein noch kürzeres Fahrzeug jeweils mit Alkoven. Ja, hier ist der Chef von Euromobil. Ich grüße dich, Holger. Hallo, grüß dich. Ja, das ist ein wunderschönes Fahrzeug. Es geht wie warme Semmel bei euch im Jahr 2020 weg vom Hof, oder? Ja, das kann man so sagen. Wir haben dieses Fahrzeug, diesen 650 HS mit Hexsitzgruppe im großen, langen Alkovenbett im Alkoven, vorgestellt im Frühjahr und haben schon über 100 Stück verkauft, bevor es überhaupt auf den Händlerplätzen stand. Und jetzt kommt es endlich auf die Händlerplätze. Ja, Euromobil, da weiß man jetzt nicht so ganz genau, wo denn die Fahrzeuge herkommen. Eurer konnte ja aus Europa kommen. Nein, sie werden in Deutschland gebaut. Nein, sie werden alle in Deutschland gebaut. Sie werden in Rheinhessen gebaut, in der Nähe von Mainz, in Sprendlingen, wo unser Firmensitz ist, von Euromobil. Ist ja gar nicht so weit weg, ja. Das Thema Wohnmobil, das hat euch kalt erwischt in diesem Jahr. Das heißt, also es war ja eh schon stark und dann dieses Jahr noch stärker? Also es hat uns am Anfang kalt erwischt, aber danach ganz heiß, muss man sagen, weil wir natürlich durch die aktuelle Situation, dass viele Menschen in Deutschland Urlaub machen wollen und nicht wegfliegen wollen, sind viele zum Reisemobil gekommen und haben gemerkt, wie toll das sein kann, mit dem Reisemobil Urlaub zu machen. Und das können wir befriedigen. Ja, wir zeigen das gleich mal. Es gibt überall Serviceklappen, wo ich gut rankomme. Was macht ein Euromobil aus? Was ist der Unterschied gegenüber entsprechenden Wettbewerbern? Ihr seid sehr stark, ihr habt große Abverkaufszahlen. Ja, wir sind einer der größeren deutschen Hersteller und wir gehören zu denen, die heute noch Alkovenfahrzeuge bauen. Das heißt mit dem Bett über dem Fahrerhaus. Das ist früher vielfach gewesen für Familien und wir machen das weiter. Heute werden sehr stark teilintegrierte Fahrzeuge verkauft, aber die Alkovenfahrzeuge bieten einfach auf kurzem Raum viele Möglichkeiten, viele Schlafplätze und auch viel Gemütlichkeit. Sehen wir gleich drinnen. Ja, wir zeigen das mal ganz kurz. Ein kleines Detail. Ihr habt eine Chemietoilette oder ist das eine, wie funktioniert die Toilette? Das ist eine Chemietoilette, die Sie ganz normal benutzen können. Geruchsentfernung, danach kann man diese Toilette so herausziehen. Jetzt ist die innen drin verriegelt, kann ich nicht machen, muss das natürlich innen drin entriegelt werden. Okay. Dann ziehen Sie die raus, können Sie entleeren, diese Toilette, und sind damit völlig autark, können unterwegs auch mal das kleine oder große Geschäft auf dem Parkplatz. Ja, Sog, da riecht man nichts, oder? Nein, da riechen Sie gar nichts. Da riechen Sie gar nichts. Das ist natürlich der Sinn und Zweck, dass Sie keine Ausdünstungen haben im Fahrzeug. So, das Thema, wenn jetzt Leute neu anfangen, es gibt ja viele Neueinsteiger, muss man sagen, die vorher noch nie ein Wohnmobil gefahren haben. Der Nachbar hat vielleicht ein Wohnmobil oder man sieht es immer mehr in den Medien. Es gibt einiges zu beachten. So ein Fahrzeug hat einen Tank, richtig? Ja, das Fahrzeug hat sogar mehrere Tanks. Hier sehen Sie gerade die Eröffnung zum Wassertank mit einem Wassersymbol. Dort kommt Frischwasser hinein, nicht zu versetzen mit dem Dieselkraftstoff. Das wäre gar nicht gut. Das ist keine Öffnung, das ist die Entlüftung für die Heizung, wo die Luft rauskommt, also nicht die Frischluft von der Heizung, sondern Abgas von der Wärmeerzeugung der Heizung. Wir haben hier ein Kühlschrankgitter. Dort ist ein großer Kühlschrank mit 170 Litern im Fahrzeug verbaut. Das sprachen wir gerade an. Die Toilette. Hier haben wir eine Gassteckdose. Das heißt, Sie können hier Gas, in dem Fall hier auch Wasser, haben. Sie können eine Außendusche anschließen zum Beispiel. Diese ganzen Sachen gibt es bei den Fahrzeugen auch. Ja, die Qual der Wahl, das ist das Große. Ihr arbeitet zusammen mit Fachhändlern? Ja, wir haben in Europa ungefähr 120 Händler. Wir haben in Deutschland für die Marke Euromobil ungefähr 40 Händler. Für unsere Marken Euromobil, Karmann, Mobil und Forster zusammen fast 100 Händler und sind über ganz Deutschland verteilt. Stark. Ja, man sieht sie ganz, ganz oft, aber jetzt weiß man endlich mal, wo sie herkommen. Fiat Ducato, ja, der erfüllt jetzt auch die strengsten Normen, richtig? Der erfüllt die strengsten Normen, der erfüllt die Normen, die gestellt werden. Heute mit Euro 6 D-Temp-Motoren. So, da steht er jetzt, wie er da steht. Das heißt, der Fiat Ducato hat einen riesen Vorteil. Es ist der meistverkaufte, glaube ich, Lieferwagen, nenne ich es jetzt mal, oder das Kastenwagenmodell überhaupt. Das heißt, Service in ganz Europa, überhaupt kein Problem, gibt es überall. Nein, das gibt es wirklich überall. Ein Fiat Ducato oder auch ein Citroën oder ein Peugeot, die im gleichen Werk gebaut werden, werden über 200.000 Mal gebaut. In einem Werk in Italien sind ausgereifte Produkte und für die Reisemobilbranche am besten geeignet, weil sie ein sogenanntes Tiefrahmenchassis bieten. Das heißt, der Schwerpunkt ist weit unten und der Stauraum ist groß. Die Fahrzeuge sind bis 3,5 Tonnen in der Regel ausgelegt. Das heißt, mit einem normalen Führerschein für junge Leute ab 1999 gibt es ja nur noch diese 3,5 Tonnen, ist das alles möglich zu fahren.
Ja, das ist eine ganz große Herausforderung. Wir haben ein kurzes Fahrzeug, entsprechend leicht ist es auch. Es bietet trotzdem unglaublich viel Raum und Stehhöhe, das werden wir gleich mal erleben. Denn es hat ein Alkovenkonzept, nicht nur schlafen kann man da, sondern es bietet unglaublich großzügigen Raum innen drin, richtig? Ja. Kommt rein, ich kann es Ihnen zeigen. Ja. Die Dame wartet schon. So, ich zeige es mal ganz kurz, die Aufbautür, das ist ja quasi so die Haustür am Eingang eines Hauses. Auch da gibt man sich große Mühe. Man kann auch durchgucken, wer steht davor. Steht überhaupt jemand davor, wenn man aufmacht? Ja, ganz vielleicht genau. Sie können das aufmachen, zumachen. Das Fenster in der Aufbautüre ist in der Regel auch eine Zweipunktverriegelung aus Sicherheitsgründen heraus mit einer integrierten Abfalleimer, also mit allem Komfort, den man gebrauchen kann, zu benutzen von drinnen und auch von draußen, wenn Sie auf Ihren Campingstühlen vor dem Fahrzeug sitzen. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Ihr habt ja auf der Messe natürlich eine Treppe drauf. Da ist so eine kleine Treppe, die kann man rausfahren. Die ist natürlich jetzt für den Messebetrieb nicht deaktiviert. Ja. Diese Tür, diese kleine Stufe, ich weiß jetzt nicht, ob sie angeschlossen ist. Ich probiere das mal. Die kann man einfach rausfahren. Die können Sie im Moment nicht rausschauen, weil die Sicherung rausgemacht ist, damit hier auf der Messe nichts passiert dabei. Das genau, ist auch genau nicht, so richtig so, wie das sein. Nicht, dass also einer schiebt. Hier vorne ist ein TV-Anschluss, das ist interessant. Das heißt, ich könnte draußen Fernsehen schauen? Ja, natürlich. Wenn mal wieder Fußball gespielt wird, können Sie hier schauen mit einer 230 Volt Anschluss oder 12 Volt und einer Antennendose. Sie können oben eine Satellitenantenne haben. Sie können mit dem Fahrzeug auch nach Spanien oder nach Nordafrika fahren und können dort über Satellitenempfang auch die Bundesliga gucken. Ja, Thema Stauraum, das habt ihr gut gelöst. Also hier ist normalerweise bei vielen kein Stauraum an der Stelle. Das ist ganz richtig. Sie sehen hier etwas. Sie sehen die Stützen und den sogenannten Unterboden hier und den Oberboden. Das heißt, das ist unser Keller. Ja, im Keller haben wir zum Beispiel ganz hinten, sehen Sie eine Heizung, eine Warmwasserheizung und einen Boiler. Sie sehen diese blauen Tanks, das sind die Frischwassertanks. Und in Grau haben wir Abwassertanks. Wir haben 150 Liter Wasservolumen maximal, in der Regel 100 Liter. Das können Sie selber bestimmen, damit Sie die Gesamtmasse von 3,5 Tonnen nicht überschreiten, wählen manche Leute einen kleineren Tank. Sehr schön. Man kann alles sehen. Das heißt, das ist nicht versteckt irgendwo eingebaut, sondern ich sehe die Tanks. Man sieht, da sind Aluprofile mit drin. Das sieht alles gut verarbeitet aus. Ja, das ist es. Das ist deutsche Qualität. Das kann man nicht anders sagen. Die Aluprofile sind auch patentiert von uns, damit wir natürlich den gleichmäßigen Abstand überall einhalten. Und der Oberboden muss natürlich auch knarrfest sein und darf sich in keinster Weise verändern danach. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, hier hinten sieht man die Heckgarage. Thema Fahrzeuge, wenn ich die mitnehmen möchte. Wie funktioniert das hier? Gibt es da hinten eine Kugel, wo ich das drauf mache, eine Anhängerkupplung zum Beispiel? Sie können das Fahrzeug mit Anhängerkupplung kaufen und dann die Fahrräder hinten drauf machen. Sie haben aber auch viele Modelle, wo Sie hier an dieser Stelle eine Fahrradgarage haben, auch für E-Bikes geeignet, mit Stromanschluss teilweise für die Aufladen der Akkus. Bei diesem Modell ist hier hinten eine Sitzgruppe, das heißt, die sitzen hier oben drauf und das ist der Bereich, wo sie die Füße haben. Das ist ausnahmsweise dieses Modell, das sehen wir gerade drin, wo sie eine Raumwunder, gemütliche... Ein muss man auch fairerweise dazu sagen. Also wenn ich jetzt ein teures E-Bike natürlich sichern möchte, dann, ich sag mal, gibt es andere Konzepte, das muss man wissen, aber... Wir werden gleich mal innen sehen. Die Fahrzeuglänge ist nämlich nichts riesenlang. Das kommt vielen Leuten entgegen. Das heißt, die möchten keine ultralangen Fahrzeuge haben. Ich zeige mal gerade das Heck. Auch hier hat man Automotive, kantige Scheinwerfer. Das verlangt der Markt. Ja, das ist modern. Die Optik der Fahrzeuge. Und natürlich die Rückfahrkamera. Ganz wichtig bei so einem Fahrzeug. Man kann diese Fahrzeuge sogar rangieren, ohne dass einem, ich sag mal, dass da immer jemand hinten steht. Ich sehe es ja, aber es wäre besser, oder? Ja, also ich sag mal, über die Rückfahrkamera sehen Sie genau, wo das Fahrzeug zu Ende ist. In der Regel ist es ein kurzes Fahrzeug, ist es nicht so schwierig zu fahren hierbei. Aber wenn Sie sich auf einem Campingplatz oder irgendwo im Gelände befinden, kann es sein, dass da ein Baum reinragt oder ein Kind spielt. Insofern ist das einfach eine erhöhte Sicherheit. Ja, das Ganze geht noch ein bisschen kürzer, da gehen wir gleich mal drauf ein. Wir gehen jetzt mal rein. Das Angebot haben Sie ja schon gemacht. Hast du schon gemacht, sorry. Ja, ich zeige erstmal vielleicht ein kleines Detail. Wo alle anderen so eine Art PVC haben, ja, das ist ein toller Boden. Das sieht so aus wie irgendwie der Schick aus Italien so ein bisschen. Kann das sein? Das ist schon auch die italienische Design dabei, weil wir stellen ja fest, dass die Reisemobilisten Menschen sind, die gerne reisen, die offen sind, die erlebnishungrig sind und die sehen auch viel und die wissen auch viel und die können das schon beurteilen, ob ein solches Design heute dem Zeitgeist entspricht oder nicht. Also etwas Muffiges brauchen wir nicht in unseren Fahrzeugen. Ja, interessant ist die Stehhöhe. Wenn du mir mal kurz verrätst, wie groß du bist. Ich bin klein,
Ja, also man sieht, das sind 1,97 und das sind, glaube ich, da müssten ungefähr 23 Zentimeter sein dazwischen. Ich bin 1,75 groß. 1,75 ja. Plus Mehrwertsteuer, sage ich mal, die ich dann noch Platz habe. Ja, und hier sieht man es. Das ist ja phänomenal. Ich meine, wir haben eine Länge von, ich glaube, 6,50, oder? Ja, 6,50 Meter ist das Fahrzeug lang. Und hier hat man auf der einen Seite nach rechts, wo wir gerade schauen, nach vorne, zwei Betten. Diese Betten, die kann man auch... sind gerade verbunden. Man kann längs schlafen, man kann auch quer schlafen, wie man will. Man kann auch mit drei Personen oder als Familie mit vier Personen sogar schlafen in dieser Schlafwelt. Und man hat gleichzeitig die Möglichkeit, das Ganze, jetzt muss ich das Kissen mal nach vorne klappen, ja, nach vorne zu schieben, das zusammenzuklappen, das ist dann entriegeln. Du tust das bis zum Entriegeln. Ganz kurz einen Augenblick. Das ist natürlich wahrscheinlich die Sperre von Messebetrieb. Kann sein, dass das jetzt gerade gesperrt ist, wegen der Ausstellung hier, damit die Kunden nichts kaputt machen. Man kann diese Treppe hochklappen und dann fährt man dieses ganze Möbel hier in den Schrank rein. Mhm. Und dann haben wir einen ganz einfachen Durchgang zum Fahrerhaus nach vorne. Stark. Das heißt, ich kann den Wohnraum komplett entkoppeln und habe dann gar nicht mehr das Gefühl, dass ich im Reisemobil bin, weil ich einfach hier vorne die Fahrerkabine gar nicht mehr sehe. Ganz genau. Die sehen Sie nicht mehr. Sie haben das einmal optisch entkoppelt und Sie haben es auch von der Wärmebrücke her, der Kältebrücke her entkoppelt, weil Sie können natürlich das Fahrzeug heizen. Die Heizung gibt es her, dass Sie auch im tiefsten Winter nicht frieren hier drin. Aber die Windschutzscheibe als einzige Scheibe im Fahrzeug ist nicht Doppelverglasung. Und insofern kommt es von dort her immer etwas kalt. Das kann man hier komplett zumachen dabei. Ja. Hier gibt es dann auch einen Kleiderschrank. Also da fehlt es an nichts. Hier oben ist ein großer Kleiderschrank zum Hängen. Hier sind noch Kleiderschränke zum Legen von Bekleidung oder anderen Dingen, die man mitnehmen möchte. Ja, ihr habt ein Profi-Bedienfeld eingebaut. Das gleiche habe ich auch bei der Hümer-Gruppe, bei der Knaus-Tabat-Gruppe gesehen. Bei den Morelos sind die eingebaut, die gleichen Bedienfelder. Das ist Hightech, richtig? Das ist richtig. Bei der Hümer-Gruppe können Sie es nicht gesehen haben, die sind ja gar nicht hier. Genau. Hier können Sie die wichtigsten Funktionen des Fahrzeuges abfragen, also die Batteriespannung, die Wasservorrat, den Sie noch haben, den Füllungsgrad des Abwassertanks. Wenn er voll ist, müssen Sie irgendwann mal wieder den Abwassertank ableiten. Hier sehen wir gerade das Bedienfeld der Heizung, also das, die Gasheizung. Das sehr, sehr einfach ist, muss man das sagen. Das ist sehr einfach, ja. Es gibt einfach verschiedene Modi. Sie können sagen, ich will nur, was wir hier im Augenblick haben, die Stellung haben. Das ist ein Wassersymbol für Sommer. Es wird nur warm Wasser gemacht auf 60 Grad oder 40 Grad. Mhm. Ich kann auch nach unten gehen, ich kann es ausmachen. Oder ich gehe nach unten, wo Sie die Flamme sehen. Das steht für Heizung. Dann geht auch die normale Heizung. Und das können Sie dann auch wieder 40 und 60 Grad die Wassertemperatur haben. Das heißt einfach Sommerstatus, Winterstatus. USB-Steckdosen mittlerweile überall. Okay, das heißt, ich kann das Handy auch direkt hier vorne reinlegen. Das ist, genau, mir persönlich mal ganz wichtig. Darum dränge ich da in der Fahrzeugentwicklung drauf, dass wir viele Ablagen haben, wo wir sicher auch ein Handy oder ein Fotoapparat was legen können. Und hier ist das praktisch. Hier sind die Lademöglichkeiten und es ist beim Rausgehen. Das heißt, Sie können dann Ihr Telefon dorthin legen. Sie können es hier mitnehmen, raus, gleich wieder rein und verlegen das gute Stück dann nicht. Ja, man sieht das indirekte Licht. Das habt ihr sehr schön integriert. LED macht es möglich. Ja. Also es gibt verschiedene, machen wir hier aus, mal gucken, was dann hier ausgeht, dass wir verschiedene Lichtstimmungen machen können. Darf ich mal ganz kurz, wenn Gerne. Ich jetzt hier drauf drücke, müsste es, glaube ich, ausgehen. Es war ein anderes Modell, so gut, dort kenne ich mich als Chef auch mit den eigenen Fahrzeugen nicht mehr aus. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, ja, das glaube ich auch. Wir haben ziemlich viele Modelle, an die 60. Man muss dazu sagen, ist jetzt auch für den Messebetrieb ist vieles gesperrt und gelockt, ja, dass die Leute das nicht zu viel machen. Ja. Und, aber wo ich darauf hinweisen wollte mit dem Licht gerade eben, dass Sie hier natürlich jetzt gerade hell, das ist der Zustand, wenn Sie was suchen, wenn Sie mal aufräumen wollen, aber Sie können natürlich auch das dicken Licht ausmachen, haben dann nur noch dieses ambiente Licht außenrum und damit ist es gemütlicher. Ja. Was Tolles ist hier die Rundsitzgruppe und ich sitze unglaublich hoch, das heißt also ich sitze über allem, viel höher wie bei allen anderen. Ja. Also das ist wunderschön hier, wenn Sie hier sitzen, ganz egal, Sie können in drei Richtungen rausschauen und können die Fenster aufmachen, also Sie fühlen sich wie, wie Gott in Frankreich, oder Sie können neben dem Straßencafé stehen und können das Straßencafé besuchen, die Leute, die vorbeigehen, die hübschen Herren für die Damen, die hübschen Damen für die
die hübschen Damen für die Herren, ja. Das kann man alles machen mit so einem Fahrzeug. Wir können halt überall hinfahren, das ist toll. So ein Freizeitfahrzeug ist super. Ja. Ja, das Interessante ist das Raumgefühl auf der Länge hier. Das geht normalerweise beim Teilintegrierten gar nicht. Das ist der Riesenvorteil beim Alkoven. Ja, das ist der Riesenvorteil. Sie sehen das ja wieder, wir haben die Schlafmöglichkeit vorne. Die Kunden wollen immer fertige Betten haben. Also die Zeit, wie man das kennt, ganz früher mal ein Wohnwagen und da schläft man auf dem Tisch, baut das um. Das gibt es nicht mehr. Der Schlafkomfort ist dort nicht gegeben. Hier haben Sie ordentliche Matratzen, Sie haben ordentliche Unterbau für die Matratzen. Das heißt, es ist ergonomisch gut. Wir wollen ja, wenn die Kunden in Urlaub fahren, dass sie auch erholt zurückkommen. Das heißt, der Schlafkomfort steht im Reisemobil an ganz, ganz oberer Stelle. Ja, ihr habt eine ganz große Küchenarbeitsplatte drin. Und was ich bei vielen sehe, was falsch gemacht wird, das Waschbecken ist zu klein. Das ist hier wirklich riesig. Ja, das ist auch immer unser Ziel. Wir haben in diesem Fahrzeug ein Waschbecken, wo ich auch, darf ich mal hier nehmen, das ist ein Dekorationsteller. Den kann ich hier reinmachen, der Teller, jetzt sind gerade die Dinger da dran, außen, aber das heißt, ein großer Teller kann ich auch spülen. Wenn ich ein zu kleines Waschbecken habe, habe ich einen großen Nudelteller, sehen Sie, und dann geht das Ganze schon nicht mehr. Sie haben kein Euramobil, sehe ich dann. Ja, ja, stimmt. Hier haben Sie auch einen Herd, ist auch so eine Sache, wenn Sie in dem Fahrzeug ordentlich spülen wollen und ordentlich essen wollen, dann müssen Sie auch ordentlich kochen vorher. Und hier können Sie drei Töpfe draufstellen und dass sie draufpassen. Wenn das bei manchen Herden ist, ist es sehr klein, müssen sie darauf achten, dass sie hier auch die Nudeln und das Gemüse und die Soße gleichermaßen warm kriegen, damit sie auch alles gleichzeitig haben zum Essen. Ja. Ihr seid jetzt nicht der Billigste, muss man sagen, aber ihr seid dafür bekannt, dass die Qualität wirklich exzellent ist. Der Möbelbau, der wird bei euch gemacht? Ja, wir machen bei uns den kompletten Möbelbau, also alle Steher, Küchenteile, was Sie hier sehen, ist im Werk in Sprendlingen konzipiert, produziert, montiert und dann auch in der Endmontage am Fahrzeug eingebaut. Also ein kleines Detail, hier ist eine Luke. Ja, Sie haben dann hier verschiedene Stauräume. Hier ist es an anderer Stelle sind Stauräume. Hier sehen Sie eine Öffnung zur Reinigung des Frischwassertanks. Ja, Sie können das hier aufdrehen. Mhm. Und wenn Sie dort Frischwasser drin gehabt haben am Ende des Jahres, können Sie das mit Tabs machen, mit Tabletten oder so, aber die meisten Kunden fühlen sich einfach sicherer, wenn sie sagen, ich habe das durchgewischt, es ist sauber auflassen. Und dann ist das Fahrzeug auf. Ja, es gibt ja auch ganz viele, die sind das ganze Jahr über unterwegs. Ist das Fahrzeug winterfest? Ja, das ist winterfest. Es gibt da auch verschiedene Normen. 1636 ist eine Norm zur Aufheizung von Fahrzeugen. Es ist festgelegt, ein Fahrzeug steht bei einer Temperatur von einer sehr stark negativen Temperatur in einer Kältekammer und dann wird festgestellt, wie schnell sich das Fahrzeug in den verschiedenen Bereichen aufwärmt. Es gibt dann um die 20 Messpunkte und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben viele Wintercamper unter unseren Kunden, die dann auch zum Skifahren gehen, an der Piste stehen, abends hier reinkommen, eine Dusche nehmen und sich dann gemütlich hinsetzen, was essen und ein Bier trinken oder ein schönes Glas Wein. Und da muss es ja kuschelig warm sein dabei. Also Sie haben eine Isolation, die entspricht einer Backsteinwand mit unterschiedlichen Materialien, Dämmmaterialien. Und es ist auch wichtig, dass das Raumklima vernünftig ist. Das heißt, es gibt auch eine gezielte Belüftung und Entlüftung, dass Sie auch eine Luftumschlagsquote haben, wo Sie sich wohlfühlen. Ja, stark ist auch der Kühlschrank. Hier habe ich nochmal die Möglichkeit, einen Fernseher anzuschließen. Oft werden die Fahrzeuge ohne Fernseher geliefert. Ja. Und der Kunde, der hat ein Tablet oft dabei, hat eine Flatrate. Das heißt, das Thema Fernsehen nimmt ab, kann man das sagen? Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, die meisten Kunden haben nach wie vor noch eine Satellitenanlage dabei. Natürlich mit Flatrate mittlerweile auch in Europa, in den meisten Ländern Europas muss ich sagen, können sie auch streamen. Ja, und dort haben viele Kunden Bildschirme, die wir selten vormontieren, weil der Kunde meistens eine Priorität hat, wo er es denn haben möchte, gerne. Okay. Aber dann kann er von seinem Tablet in der Tat, wenn man das ordentlich einstellt, auch auf dem Bildschirm das Ganze abspielen. Er kann die eigenen Urlaubsfotos, die er gerade geschossen hat, darauf anschauen und diese ganzen Sachen machen. Ja, den habe ich jetzt schon oft gesehen. Der ist riesengroß. Den habt ihr verbaut. Der ist richtig. Das ist ein Kühlschrank. Ja, mit einem Eisfach hier drin. Und der macht gut kühl? Der macht richtig kühl. Ja, das ist auch Sinn der Sache. Und ja, unten die Box für die Getränke unter Umständen? Ja, das ist eine Box für die Getränke zum Auszug. Das ist halt die Fallkälte, die runterfällt, wie das häufig auch ist mit in Kühlschränken. Ja. Wo sie dann einfach haben mit einer anderen Temperatur für Gemüse in der Regel. Ja, ganz, ganz großer Spiegel, glaube ich, ganz wichtig. Kann mich komplett sehen oder nahezu fast, sage ich jetzt mal. Darf nicht fehlen.
Ja, das ist wichtig, ja, weil Madame oder Mademoiselle, die wollen natürlich in der Regel, bevor sie aus dem Fahrzeug gehen, nochmal einen Blick auf sich werfen. Und darum sind große Spiegel gerade im Fahrzeug ganz wichtig. Ja, toll. Wenn das jemand noch nie gemacht hat, das Fahrzeug hat ja eine schöne lichte Höhe, oder? Das heißt, man muss schon aufpassen, ja, wo man hinfährt, die Höhe von dem Fahrzeug ungefähr? Das Fahrzeug ist über 3 Meter hoch, ja. Und und dann hat man, wenn man noch eine Antenne oben drauf hat, vielleicht ein bisschen höher oder eine Klimaanlage. Also bei normalen Tankstellen oder so soll das nicht passieren, aber bitte nicht damit in ein Parkhaus fahren. Ja, sehr schön. Das geht böse aus. Ja. Das Bad, oder? Ja, das ist das Bad. So, beim Bad gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe mal rein. Das heißt, Sie können hier, haben Sie fließend Wasser, Sie können Zähne putzen, Sie können sich waschen. Mhm. Sie haben Abmagemöglichkeiten. Sie haben auch eine 32 Volt Steckdose, aber immer im Innenbereich. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Ja, nicht im Bereich, wo Sie mit Spritzwasser hinkommen könnten. Das sind natürlich alle gesetzlichen Dinge erfordert. Sie haben die besagte Toilette, von der wir sprachen, die Chemietoilette, die jetzt genau nicht entriegelt ist, darum konnten wir sie vorher nicht rausziehen. Hier ist dann Spülung der Toilette. So, und hier sehen Sie schon, bin ich im Bereich, wo ein Lattenrost steht, wo ich duschen kann. Und dazu drehe ich dieses Augenblick, das war jetzt einfach in die andere Richtung. Genau, das Drehbar. Dann kann ich das Ganze auch noch zumachen. Dann habe ich hier eine Dusche mit einer Schiebetüre und mache das Ganze, das hat man wahrscheinlich nicht so gut verstanden, das Ganze zu mit dieser Plexiglaswand. Habe da genügend Bewegungsmöglichkeit, um mich zu duschen. Wenn ich fertig bin, ist das Wasser hier dann abgelaufen, kann ich mich wieder hier bewegen im trockenen Bereich. Das Ziel ist, dass ich auf der einen Seite komfortabel in der Dusche mich bewegen kann, auf der anderen Seite das Auto nicht zu lang wird. Also wenn ich einen Toilettenraum mache, der 2 Meter lang ist, dann fehlt das an irgendeiner anderen Stelle oder das Fahrzeug ist zu lang. 6,50 Meter, ja, das ist noch übersichtlich. Die Höhe ist okay, da gewöhnt man sich dran. Ich glaube, das ist eine Sache, wenn die Leute auf den Hof fahren von den Händlern, der fährt auch schon mal mit, der Händler, bei der ersten Fahrt? Das weiß ich jetzt gar nicht so. Eigentlich nicht, weil wir vielfach, gerade mit unseren hochwertigen Fahrzeugen, Kunden haben, die schon andere Einstiegsfahrzeuge hatten. Aber in der jetzigen Zeit merken wir, dass wir viel Zuspruch haben für einen ganz neuen Kunden, die natürlich dann weniger Erfahrung dabei haben, aber eigentlich ist es selbsterklärend, die Fahrzeuge. Die Länge spielt in der Regel keine Rolle, die Höhe muss man natürlich darauf aufpassen. Die Breite ist ganz einfach, da wo der Außenspiegel durchpasst, da passe ich mit dem Rest des Fahrzeuges auch durch. Ja, das war ein netter Tipp. Vielleicht mal unten aufmachen bitte. Ach so, hier ja, Schublade, ja. Dass man mal sieht, also ist wahrscheinlich für Besteck und Co. Ja, Schubladen mit Besteck, ja, wo wir alles Mögliche reinmachen können. Das gleiche auch hier unten, dann nochmal die Möglichkeit mit Auszügen, mehrere Auszüge, wo Sie Teller, Tassen, vor allem möglichst... Da habe ich so auch noch nie gesehen, dass es da 2 Schubladen gibt, wie jetzt im Profibau bei Küchen. Das kann ich Ihnen sagen, warum das so ist. Ja. Das ist, kommt auch auf die Schublade an. Es ist in der Regel so, dass der Kunde ja ein schönes Fahrzeug haben will. Es ist natürlich optisch schöner, wenn Sie einen großen Körper haben, als wenn Sie jetzt mehrere Unterteilungen haben. Und so haben Sie trotzdem die komplette Höhe nutzbar in 2 Ebenen. Wichtig, ein Tipp für die Benutzer, möglichst die schweren Sachen natürlich nach unten machen und die leichten Sachen nach oben. Also man sollte nicht gerade hier in den Oberschränken dann die schweren Dosen Eintopf. Ich wollte es nicht so sagen, weil immer das Image ist, der Reisemobilist, der kocht nur... Oh, das stimmt nicht, aber ich habe so eine Notration, habe ich immer dabei. Ja, wenn's irgendwie... Ich hoffe, dass Sie es unten gelagert haben. Natürlich. Dann bin ich ja beruhigt. Ja. Ja, der Profi. Hier unten drunter, ich habe auch die Möglichkeit, da was zu verstauen unter den Bänken. Ja, die Bänke können Sie auch aufmachen. Ich deute es nochmal an hier. Da sehen Sie, da sind und dort kommen Sie in den Schauraum. Ja, hier ist es eine Höhe, dass Sie zum Beispiel dieses Klapprad zum Beispiel von außen reinmachen können. An anderer Stelle sind es kleinere Abteilungen, weil manchmal haben Sie große Sachen, dann müssen es große Sachen, große Abteilungen für geben und manchmal kleine Dinge, damit Sie das dann einzeln stauen können. Ja, ich sehe schon, die Steckdose an der richtigen Stelle. Wenn ich einen Laptop habe, dann kann ich ihn einfach unten drunter einstecken, muss nicht groß suchen. Ganz genau. Ich habe überall noch Fächer. Ja, 6,50 Meter und das ist stark. Also das heißt, der Alkoven hat seine Berechtigung nach wie vor. Absolut, absolut. Der Alkoven ist ein bisschen eine aussterbende Spezies gewesen. Früher war das die Hälfte vom Markt, heute sind es gerade noch 10-15%. Aber ich persönlich finde auch, ein Alkoven ist toll, weil er kurz ist, weil er die Möglichkeit für viel Schlafplätze gibt und viel Komfort bietet. Ja, zusammengefasst. Was mir auch gut gefällt, ist die...
Das Design ist ganz reduziert mit dem Grau. Das ist nicht so, ich sag mal, so verspielt, sondern ich sag mal, im Schlafbereich will man auch ein bisschen Ruhe haben. Ja, das soll. Ja, schön. Also, oder? Das ist generell, Sie sehen in dem ganzen Fahrzeug, dass es eine ruhige Farben- und Mustersprache hat. Das Konzept, das Entwicklungskonzept seinerzeit für dieses Fahrzeug hieß Beach Home. Ja, so würden Sie sich vielleicht ein, auch hier mit dem Dekor, so würden Sie sich vielleicht ein schönes, hochwertiges Haus am Meer vorstellen. Das war die Vision, die wir hatten am Anfang, und daraufhin haben wir das auch ganz entwickelt, und das ist ja eine einheitliche Sprache. Also möglichst reduziertes Design ist gutes Design, weil wenn Sie auf engem Raum unterschiedliche Sachen zusammenwerfen, dann wird das einfach nur furchtbar für die Kunden. Ja, man sieht es hier, Beach Home, da ist das noch ein bisschen gealtert, ja, hier vorne. Das ist so eine kleine Anleihe. Kleine Spielerei unserer Designer, der es unbedingt wollten. Ja, und gefällt oder gefällt nicht, ich finde es schön. Ja, sehr schön. So, macht Urlaubsstimmung. So, wir gehen mal kurz raus, da können wir uns das Fahrerhaus mal anschauen. Das heißt, ich komme von innen nach, genau. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist für den Messebetrieb ja vorbereitet. Das heißt, hier kann ich einmal hier ein- und aussteigen. Das heißt, für die kleine Fahrt jetzt an der Tankstelle, ich brauche nicht über das... Sie brauchen nicht. Wir haben natürlich wie bei jedem Fahrzeug, haben Sie... machen wir das hier zu. Das auf. Ja, Sie haben den normalen Blick. Sie haben ein komfortables Fahrzeug. Sechsganggetriebe, 140 PS, 160 PS, 180 sogar, wenn Sie wollen. Das ist jetzt ein Handschalter, aber Sie können das Ganze auch als Automatik haben. Also das ist ein Fiat Ducato, könnte auch ein Ford sein, könnte auch ein Mercedes sein. Ach so, das geht auch. Ja, wir bieten dieses Fahrzeug als Fiat nur an. Das kommt immer auf das Modell an. Aber wir bieten auch andere Fahrzeuge auch als Mercedes-Fahrgestell an. Großes Thema ist Allrad. Die Leute fragen danach. Das heißt, der vielleicht ein bisschen mehr Geld hat, der möchte vielleicht ein Allradfahrzeug haben. Geht das bei euch? Ja, das geht auch. Bei diesen Fahrzeugen macht es wenig Sinn, weil der Umbau ein extrem aufwendiger ist und die Geländegängigkeit trotzdem reduziert. Wir haben bei unserer Marke Karmann Mobil haben wir ein Allradfahrzeug auf Basis des Ford, was sie sogar bis zum Extremfahrzeug ausbauen können. Ja, also Sie können im Internet, bei YouTube, unserem YouTube-Kanal, können Sie Bilder sehen und Filme sehen, wie wirklich schlimmste Strecken mit diesem Allradfahrzeug gemacht werden können. Ja, toll. Ich bin vollkommen begeistert. Das heißt, auch hier die Verdunklung ist auch möglich? Ja, klar. Sie können das alles dunkel machen. Das ziehen Sie einfach hoch. Stark. Das klappen Sie um. Und schon ist es dunkel. Das ist jetzt für dieses Modell... Wäre es jetzt nicht unbedingt notwendig, aber andere Modelle, die wir ja auch haben, wo Sie den Sitz drehen können. Sie können ja den Sitz, ich weiß gar nicht, ob es bei diesem hier geht, braucht das ja eigentlich nicht. Bei anderen Fahrzeugen drehen Sie den Sitz und können den Fahrersitz, den Beifahrersitz auch als Teil des Innenraumes nutzen mit einem vernünftigen Zugang zum Tisch. So, es kommen viele Leute hier rein. Ihr seid zufrieden mit der Messe, mit der Ausführung? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben sehr viele Besucher unter den jetzigen Bedingungen. Die Anzahl der Besucher ist begrenzt jeden Tag auf 20.000. Das ist auch gut so. Die Menschen, die herkommen, sind sehr vernünftig. Alle Aussteller haben sehr ordentliche und akkurate Corona-Konzepte gemacht. Es ist kein Gedränge, es ist kein Gerenne. Es kommen weniger Schauleute, es kommen auch mehr sehr interessierte Kunden. Das ist sehr, sehr interessant. Also viele, die kommen, kaufen auch, oder? Ja. Also der Anteil der Käufer ist höher als bei anderen Messen, weil halt die reinen Gucker nicht da sind. Und die interessiert sind, kommen dann auch hierher. Also die kommen schon sehr zielorientiert. Wir merken eines, wir haben jüngere Kunden. Natürlich, es gibt auch viele 60-, 70-Jährige, die Neuwagen kaufen, die dann doch heute vielleicht nicht zu einer Messe gehen. Wobei, wohlgemerkt, eine Messe ist jetzt keine Großveranstaltung. Ist für uns eine sehr, sehr gute Messe. Die Absatzzahlen sind, muss ich schon sagen, sehr, sehr gut. Sehr schön. Ich habe heute viel gelernt, also über die Marke Euromobil erstmal. Wir gehen am besten mal raus, machen wir die Abmoderation, dann zeigen wir mal das Fahrzeug nochmal. Ja. Denn die Leute interessiert ja wahrscheinlich brennend, was so ein Fahrzeug kostet. Aber ich sehe schon, es kostet 462 Euro nur, dann nehme ich gleich zwei. Knapp 60.000 Euro. Nee, der Fahrzeugpreis sind 65.000 mit diesem. Ist 65.510 Euro, ja. Wie es hier steht. Ist aber schon Euromobil absolut gehobene Qualität, das muss man sagen. Ja, also Euromobil ist einer der Qualitätsführer in diesem Markt.
Sie sehen dieses Fahrzeug mit einem Grundpreis von 59.000 Euro mit einigen Optionen. Dann gibt es auch Sonderpakete immer dabei. Hier sind wir bei 65.000 Euro für dieses Fahrzeug. Sie können es auch finanzieren. Das ist nur eine Beispielrechnung mit einer Monatsrate von 462 Euro. Mhm. Da sind unsere Finanzierungsexperten hier auf der Messe da. Das kann man gestalten, wie man will. Entweder lange zahlen oder und viel und wenig oder kurz und viel. Wir haben aber auch für den kleineren Geldbeutel Fahrzeuge unserer Marke Forster, wo wir auch hier in der Halle einen Stand haben, bietet Fahrzeuge für knapp über 42.000 Euro an. Da kriegen Sie unter 50.000 Euro ein komplett ausgestattetes Fahrzeug. Was hier bei 70 steht, ist natürlich ein einfaches Fahrzeug. Also das hier ist, sagen wir mal, unser Mercedes und das andere ist unser Skoda. Ja, da steht der Mercedes unter den Marken von eurem Mobil. Ja, Forster, das gehört auch zu euch? Das ist auch bei euch, Forster? Ja, Forster ist auch eine Marke von uns, der Euromobil GmbH. Und dort bieten wir Einstiegsfahrzeuge an, weil wir können nicht versuchen, alle Marktsegmente abzudecken. Hier sehen Sie auch sehr schön den Durchsicht, den wir eben gerade nicht gesehen haben im Fahrzeug drin, wo Sie nach vorne schauen können. Wir können nicht alle Fahrzeugsegmente abdecken, weil das kann auch kein Mercedes, der vom Einstiegspreis bis zur S-Klasse her alles bieten kann. Wir bieten ja auch Fahrzeuge an, die bis zu 140.000 Euro schauen. Wenn Sie einen Schwenk nach drüben machen, sehen Sie zum Beispiel einen integrierten Euromobil dort mit Dreiachs, ein sehr, sehr großes Fahrzeug. Das kostet dann an Listenpreis schon sechsstellig. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, bevor wir Schluss machen, vielleicht noch ganz kurz passend dazu, das ist auch in Alkoven. Wir werfen einen ganz kurzen Blick mal rein, etwas anderes Konzept, noch kürzer. Ja, der ist noch kürzer, ist ähnlich. Können wir mal reingehen, kann ich Ihnen zeigen. Sehr, sehr kompakt, also unglaublich kompakt. Ja, hinten ähnlich. Wir sind nicht nur bei Euromobil die Spezialisten für Alkovenfahrzeuge, sondern auch für Hexitzgruppen. Mhm. Ja, da verkaufen wir sehr viele davon und das ist ähnlich wie das, was wir gerade gesehen haben, nur im Detail anders. Aber das Fahrzeug ist kürzer, weil wenn wir uns umdrehen nach vorne, hier ein Alkoven ist, wo man nicht längs, sondern quer schläft. Und damit ist das Fahrzeug natürlich einen guten halben Meter kürzer, kann es sein. Aber Sie können halt nur quer schlafen. So. Der Komfort bei dem Längsschläfer ist größer, weil der Einstieg etwas einfacher ist. Sehr schön. So, das wollte ich nur mal zeigen, weil es stand hier. Wir haben es am Anfang ja mal ganz kurz gezeigt. Auch hier die Information mal eingeblendet. Das ist Activa One. Das ist 570. Dieses Fahrzeug ist 5,99 Meter lang. Also unter 6 Meter. Ja, was ja für viele Kunden immer ein wichtiges Thema ist. Normparkplätze sind teilweise 6 Meter, wenn sie in einer großen Stadt wohnen und haben die Möglichkeit, nur ihr Fahrzeug auf einem Pkw-Platz abzustellen, dann sollte es halt nicht länger sein als 6 Meter. Ja, und die Fähre natürlich, was alle sagen, obwohl sie nie Fähren fahren, sagen sie, ich brauche unter 6 Meter. Zum einen fahren die Leute fast nie Fähre und zum anderen wird die Fähre auch heutzutage meistens schon per Laser gemacht und es wird genau die Länge des Fahrzeuges abgerechnet und gar nicht jetzt, ob das jetzt unter 6 Meter oder über 6 Meter ist. Das steht nämlich hier und da wird der Heckträger, der wird dann schon länger ausmachen wahrscheinlich. Der wird schon länger machen, ganz genau. Ganz genau. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn ich jetzt Interesse habe an so einem Fahrzeug, am besten mal auf die Webseite gehen, Euromobil, da habt ihr alle Fahrzeuge drauf? Ja, auf der Webseite euromobil.de oder einfach über Google suchen, kommen Sie zur Website von Euromobil. Dort gibt es einen Konfigurator. Und dort können Sie Ihr Auto konfigurieren mit der Ausstattung, die Sie haben wollen, mit dem Preis und was wichtig ist, auch mit den Gewichten. Das heißt, wenn Sie zu viel rein konfigurieren, wird das Auto irgendwann zu schwer, wenn Sie es mal 3,5 Tonnen haben wollen. Und man sieht unabhängig davon auch eine Liste der Händler. Und da können Sie über die Landkarte suchen, wo der entsprechende Händler ist. Und dann können Sie dort hinfahren und anschauen und kaufen, was uns freuen würde. So, und das ist die Restauswahl denn von Alkoven? Ihr habt viele, ihr habt doch ganz, ganz lange, das ist wahrscheinlich das ganz große Thema Familie, aber dann sind wir wahrscheinlich beim alten Dreier, oder? Ja, also die, ganz genau. Wir haben heute keine Alkoven-Fahrzeuge mehr im Angebot mit 3 Achsen. Das hatten wir auch bis zu 5 Tonnen, 7,80 Meter lang. Das haben wir schon seit einigen Jahren nicht mehr, das ist der Markt einfach nicht mehr da. Aber hier zum Beispiel, Sie sehen das, wo die Dame gerade davor steht, ein Fahrzeug mit Stockbetten. Ja, können wir teilweise bis zu 3 Stockbetten haben. Hier sind zwei drin gerade, dann sehe ich. Das heißt, hier können Sie bequem vorne im Alkoven mit 2 Personen schlafen. Sie können hier mit 2 Personen schlafen. Sie können es noch in der Höhe einstellen. Das heißt, es muss nicht so eng sein wie hier. Und Sie können theoretisch auch noch in der Sitzgruppe, dann müssen Sie allerdings umbauen schlafen. Das heißt, Sie können theoretisch zu 6 schlafen. Sie können auch zu 6 fahren. Wir haben Sitzgurte, wenn Sie reinschauen wollen. Ja. Wir haben Sitzgurte.
in Fahrtrichtung, wie wir das, wie Sie das kennen aus fast allen Fahrzeugen hier, wo eine klassische Dinette ist hier mit einem Sitz in Fahrtrichtung. Und Sie sehen auch, hier gibt es Sitzgurte entgegen der Fahrtrichtung. Das heißt, vorne Fahrer, Beifahrer, 3, 4, 5, 6, 5, 6 Sitzplätze. 6 Plätze zum Essen, drum ist extra ein Hocker dabei, dass Sie den Tisch, den können Sie ausziehen hier, können Sie auch sitzen und mit 6 Personen essen und Sie können mit 6, theoretisch sogar sehen, unten ein Bett noch sind 3 Betten übereinander, theoretisch zu 7 schlafen. Drei Betten, da unten ist auch noch eins. Das ist jetzt das, was ich sagte, das können Sie einstellen, wie Sie wollen, Sie haben ja 100.000 Möglichkeiten. Sie können unten das entweder als Garage nehmen und das untere Bett wegmachen. Ich sehe es, da gibt es verschiedene Positionen, die ich einstellen kann. Wir haben das mal ausgerechnet, es gab, glaube ich, 624 Möglichkeiten, das zu machen. Das hängt ganz von Ihrer Nutzung ab. Wenn Sie zum Beispiel mit einer Person, ein Kind, fahren, können Sie unten eine Garage machen. Das können Sie zumachen hier, können Sie von außen Fahrräder reinstellen und nur oben ein Bett haben. Wenn Sie mit 2 Kindern haben, können Sie unten ein bisschen Garage haben, 2 Kinder. Und wenn Sie 3 haben, können Sie alle 3 hier reinlegen. Das ist stark. Das heißt, das erfüllt ja auch den Wunsch vieler Menschen. Wie ist das zulässige Gesamtgewicht hier bei dem Fahrzeug? Dieses Fahrzeug ist auch mit 3,5 Tonnen, aber Sie können das andere nebenbei bemerkt auch eben gerade auch auf bis zu 4,5 Tonnen auflasten. Dann allerdings so mit dem Nachteil, dass jemand, der nur den neuen, ich nenne das mal den neuen B-Führerschein hat, das Fahrzeug nicht mehr fahren kann. Okay, also das wäre vielleicht gar nicht unsinnvoll, wenn man mit 7 Personen fährt, das aufzulasten. Ich nehme an, das hat grundsätzlich eine Zulassung dann für 7 Personen oder ist das wählbar? Nein, das ist folgendermaßen geregelt. Das Auto hat ein Leergewicht. Auf das Leergewicht kommen noch gewisse Flüssigkeiten drauf, also zum Beispiel Benzin, Wasservorräte und für jede Person eine gewisse 10 Kilo pro Person, dann auch noch pro laufenden Meter 10 Kilo für Material, was man mitnimmt. Und dann wird ausgerechnet, wie lang ist das Auto, wie viel können fahren. Und dann am Ende bleiben noch bei 3,5 Tonnen 4 Personen, 5 Personen oder 6 Personen übrig. Jede Person wird mit 70 Kilo gerechnet. Ein bisschen kompliziert, aber man kann es doch rechnen einfach. Dann sieht man, wie viele Personen damit fahren können. Also Sie können mit 3,5 Tonnen mit 6 Personen fahren. Das heißt natürlich für uns auch, dass wir, wenn es so Möbelklappen sind, die aus Leichtbaumaterial machen, ja, wenn es so Arbeitsplatten sind, die sind nicht massiv, die sind aus Leichtbaumaterial. Alles ist so gestaltet, dass es leicht ist, dass das Leergewicht des Fahrzeuges selber gering ist. Das sind ungefähr nur 2,7, 2,8 Tonnen. Ja, das Fahrzeug, ja. Das ist die große Kunst und das macht es manchmal auch ein bisschen teurer, weil das ist ja wie in der Flugbranche so, also in der Flugzeugbranche, dass halt Gewicht, Einsparung Geld kostet. Ja, und das ist auch ein Punkt, wo wir sehr stark Wert drauf legen. Wir wollen ein ordentliches Auto bauen, was trotzdem 3,5 Tonnen hat. Sehr schön, ja, und ein ganz großes Bett immer noch. Also das ist sehr, sehr beeindruckend. Ja, also der Alkoven, es gibt ja viele, die sagen, ja, die Form ist nicht mehr zeitgemäß, aber ich sag mal, es ist unglaublich stark, also was man geboten kriegt auf so einem kleinen Raum. Ja, das ist definitiv so. Ja, ist auch gerade für, das ist ein typisches Familienfahrzeug für kleine Kinder. Also wenn hier Kinder im Alkoven tollen, dann wird das Herz jeder Mutter und jeder Vater und jeder Oma warm dabei. Ja, zumal, denn wenn er mal nicht genutzt wird, man kann dann, also viele haben das auch als Ablagefläche da und das heißt, man kann auch Sachen transportieren und so weiter. Ja. Das kommt jetzt ganz auf den Grundriss an, hier bei diesen Stockbetten hinten, glaube ich, würde man, wenn sie zu zweit mit einem als Paar fahren, würden sie wahrscheinlich vorne im Alkoven schlafen und hinten das alles leer machen und Fahrräder reinmachen, was der Kunde halt mitnehmen will. Wenn Sie hinten ein flaches Bett haben für 2 Personen, dann würde man vielleicht vorne im Alkoven Materiallager machen und im hinteren Teil schlafen. Das hängt jetzt ganz von der Familiensituation ab oder der Konstellation mit Freunden, wie man jetzt wegfährt, wie man dann das Fahrzeug nutzt. Sehr schön. Vielen Dank. Gehen wir nochmal raus. Zur Aufteilung der Messe ist es denn so, dass hier auf der Reihe stehen die Alkoven-Fahrzeuge und Sie bieten, ich komme mal in die Jacke mal schauen. Sehr gerne. Das sind die Alkoven-Fahrzeuge und wir gehen jetzt uns gleich mal die integrierten und teilintegrierten anschauen. Ja, Alkoven, das heißt so ein kleiner Wulst über dem Fahrerhaus, macht es aber unglaublich flexibel. Viel Platz, oder? Sehr viel Platz, ja. Sehr, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, nicht zu danken. War uns eine Ehre, Ihnen das hier zu zeigen.
Ja, und ich dachte, der Alkoven ist tot, es lege der Alkoven. Ja, kann man das sagen. Danke, tschüss. Ja, tschüss. Liebe Gäste.